Detective Smith wurde gerufen, um einen Einbruch in das Stadtmuseum zu untersuchen. Ein unbezahlbarer Diamant war verschwunden und der Dieb hatte keine Spuren hinterlassen. Nach der Analyse der Überwachungskameras des Museums fand Detective Smith drei Verdächtige: den Wachmann, den Kurator des Museums und einen Besucher. Der Wachmann sagte, er habe seinen Posten erst in der Mittagspause verlassen und er könne schwören, dass der Diamant zu diesem Zeitpunkt noch nicht verschwunden war. Der Museumskurator verbrachte den Tag damit, eine ausländische Gruppe durch das Museum zu führen. Sie kamen zu Beginn der Führung, um den Diamanten zu sehen, und er leuchtete immer noch hell an seinem Platz. Der Besucher sagte, er habe nur einen kurzen Besuch abgestattet und sei nicht einmal durch den Metzigang gegangen, in dem der Diamant aufbewahrt wurde. Nach diesen drei Befragungen hat Detective Smith den Dieb gefunden. Können Sie sagen, wer es war? Es war der Besucher. Zunächst einmal wusste er genau, wo sich der Diamant im Museum befindet. Und sehen Sie sich die Schnur an, mit der er in seiner linken Hand herumfuchtelt. Detective Smith zog sie unter seinem Ärmel hervor und voilà. Der Diamant war an ihr befestigt. Er hatte wohl keine Zeit mehr, nach Hause zu gehen und den Diamanten loszuwerden, was? Julie und ihre Freunde beschlossen, das Wochenende in einer Hütte im Wald zu verbringen. Sie kamen am Freitagabend an und verbrachten die Nacht damit, Brettspiele zu spielen und Gruselgeschichten zu erzählen. Als sie am Samstagmorgen aufwachten, mussten sie feststellen, dass jemand ihre gesamten Lebensmittelvorräte gestohlen hatte. Das Glas der Tür war zerbrochen, aber sonst gab es keine Anzeichen dafür, wer es getan haben könnte. Also beschloss die Gruppe, die umliegenden Wälder zu durchsuchen, um den Täter zu finden. Seht euch den Tatort genau an und versucht herauszufinden, wer ihre Lebensmittel gestohlen hat. Was ist das in der oberen linken Ecke? Sieht aus wie Bärenfußabdrücke, oder? Und nicht nur einer, sondern eine ganze Familie von Bären. Oh, und sie haben sogar ein Oreo-Papier auf dem Boden als Beweis hinterlassen. Ja, diese Grizzlies waren ganz sicher die Übeltäter. An einem verschneiten Winternachmittag ruhte sich Dr. Brown vor dem Kamin aus. Plötzlich warf jemand einen Schneeball gegen sein Fenster. Der Aufprall war so stark, dass das Glas zersprang. Dr. Brown stand gerade noch rechtzeitig auf, um drei Jungen aus der Nachbarschaft weglaufen zu sehen. Es waren Brüder mit den Namen John Smith, Mark Smith und Dave Smith. Am nächsten Tag wurde eine Papiernotiz an Dr. Browns Tür hinterlassen. Darauf stand geschrieben: Smith, er hat den Schneeball geworfen. Dr. Brown wusste sofort, welcher Bruder es getan hatte. Kannst du es auch herausfinden? Es war Mark. Auf dem Zettel stand nämlich: Befragen Sie Mark Smith. Er hat den Schneeball geworfen. Aber die Jungs waren schlau und schrieben stattdessen ein, um Dr. Browns detektivische Fähigkeiten zu testen. Ein Mann, der zwei Säcke mit Sand mit sich führt, überquert jeden Tag die Grenze von Genovia auf einem Fahrrad. Jedes Mal wird er von Zollbeamten angehalten und durchsucht, um festzustellen, ob er versucht, etwas Illegales zu schmuggeln. Aber die Beamten können keinen Beweis dafür finden, dass der Mann ein Schmuggler ist. Der Mann lacht und überquert die Grenze erfolgreich, indem er pro Fahrt einen Gegenstand schmuggelt. Kannst du herausfinden, was er schmuggelt? Das ist ganz einfach. Er ist ein Fahrradschmuggler. Er lenkt die Wachen mit zwei Sandsäcken ab. Aber jeden Tag überquert er die genovianische Grenze mit einem neuen Fahrrad. Schlauer Kerl, was? Mrs. Pinkface ist die schnellste Räuberin der Welt. Sie arbeitet an der Seite des kriminellen Superhirns Zebra Mask. Aber Mrs. Pinkface wurde kürzlich geschnappt und ins Gefängnis gesteckt. Für diesen Fall hatten sie und ihr Komplize bereits einen Plan ausgeheckt. Zebra Mask wird außerhalb des Gefängniszauns gehen und Pinkface ein Signal senden. 45 Sekunden nach dem Signal schaltet er den Elektrozaun aus, sodass sie ein paar Sekunden Zeit hat, aus dem Gefängnis auszubrechen. Die Sache ist die: Pinkface hat keine Uhr. Sie hat nur ein Feuerzeug und zwei Zündschnüre. Die Lunten sind brennbar und sie weiß, dass sie beide genau eine Minute lang brennen. Sie brennen nicht gleichmäßig und wenn sie sie in zwei Hälften schneidet, brennt eine Seite vielleicht 40 Sekunden lang, während die andere 20 Sekunden lang brennt. Wie kann Pinkface die Zündschnüre verwenden, um genau 45 Sekunden abzupassen und ihren einzigartigen Gefängnisausbruch zu schaffen?
Hier die wichtigste Erkenntnis. Wenn Pinkface die gleiche Sicherung an beiden Enden gleichzeitig anzündet, brennt sie in genau 30 Sekunden durch. Um die letzten 15 Sekunden abzupassen, muss sie die zweite Zündschnur anzünden. Sie kann beide Enden der ersten Zündschnur gleichzeitig anzünden, um die 30 Sekunden einzuhalten, und das Ende der zweiten Zündschnur anzünden. Wenn die erste Zündschnur durchbrennt, weiß sie, dass die zweite Zündschnur ebenfalls 30 Sekunden lang durchgebrannt ist. Wenn sie also das andere Ende der zweiten Zündschnur anzündet, kann sie 45 Sekunden abwarten und aus dem Gefängnis ausbrechen. Sie sind gerade von einer langen Urlaubsreise zurückgekommen. Sie haben einen neuen Koffer gekauft, um all die neuen Sachen zu verstauen. Aber als sie zu Hause ankamen, haben sie den Code vergessen, um ihn zu öffnen. Zum Glück hast du dir eine Notiz auf deinem Handy hinterlassen, die dir hilft, den Code des Schlosses zu entziffern. 682. Eine Ziffer ist richtig und an ihrem Platz. 614. Eine Ziffer ist richtig, aber an der falschen Stelle. 206. Zwei Ziffern sind richtig, aber beide sind an der falschen Stelle. 768. Alle Ziffern sind falsch. 380. Eine Ziffer ist richtig, aber an der falschen Stelle. Wie lautet der dreistellige Code? Der Freitagmorgen begann geschäftig in Somerville. Die Polizeiwache erhielt einen Anruf, dass eine Frau gerade eine Bank ausgeraubt hatte und beim Betreten der Sunset Elementary School gesehen worden war. Der Polizeichef eilte zur Schule und stellte fest, dass an diesem Morgen zwei Lehrer anwesend waren. Er wusste sofort, welche Lehrerin die Diebin war. Können Sie sagen, wer es war? Schauen Sie sich das langärmelige Hemd des zweiten Lehrers an. Da guckt ein bisschen Bargeld heraus. Sie ist ganz sicher die Diebin. Die Raumstation Apex 18 rief die NASA-Zentrale an, um ein Verbrechen zu melden. Bei einer kürzlich durchgeführten Mission haben die Astronauten ein wertvolles Beweisstück geborgen, das beweisen könnte, dass es auf dem Mars Leben gibt. Andy, der Missionsleiter, sagte, er habe das Gesteinsstück in einen Safe im Lagerraum gelegt. Als er am nächsten Morgen in den Lagerraum ging, um seinen Astronautenanzug anzuziehen, stellte er fest, dass der Safe offen war. Und, oh nein, der Stein war verschwunden. Die NASA führte eine Online-Untersuchung durch, um herauszufinden, wer der Dieb war. Paula sagte, sie habe sich am Vortag nicht wohl gefühlt und den Tag in ihrem Zimmer verbracht. James sagte, er habe den Vortag damit verbracht, ein kaputtes Solarpanel außerhalb des Raumschiffs zu reparieren und habe nichts gesehen. Rebecca hat die letzten 24 Stunden damit verbracht, mit dem Raumfahrtzentrum der NASA zu sprechen, um ein Problem zu lösen. Kannst du erkennen, wer lügt? Das ist James. Wenn er nach draußen ging, um die Solarzellen zu überprüfen, musste er zuerst in den Lagerraum gehen, um seinen Raumanzug anzuziehen. Außerdem befindet sich ein steinförmiger Gegenstand in seiner linken Tasche. Er muss der Übeltäter sein. Am Dienstagmorgen erhielt Amy einen Anruf von ihrem Chef Tom. Er war in Sorge, weil ein sehr wichtiges Dokument aus seinem Büro verschwunden war. Es lag am Abend zuvor noch auf dem Schreibtisch, war aber am Morgen nicht mehr auffindbar. Amy fuhr sofort dorthin, um die Angestellten zu befragen. Bald hatte sie drei Verdächtige gefunden. Elijah sagte, er habe den Abend zuvor im Kino verbracht. Mason hatte seine Freundin zum Abendessen ausgeführt und Evelyn hatte eine Kunstgalerie besucht. Es dauerte nicht lange, bis Amy verstand, wer gelogen hatte. Aber warum? Es war Elijah. Schauen Sie sich sein Ticket genau an. Das Datum ist für Sonntag und nicht für die Nacht davor. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der lügt. Peter hatte sich im Wald verirrt, als er einem bösen Zauberer begegnete. Der Zauberer belegte ihn mit einem Zauberspruch, der Peter in einen leeren Raum in einem riesigen Turm brachte. Zu allem Übel steckte der böse Zauberer den Turm in Brand. Der Raum, in dem Peter sich befand, hatte keine Türen und nur ein kleines Fenster. Zum Glück fand er drei Zaubertränke, die ihm vielleicht zur Flucht verhelfen konnten. Wenn er den ersten Trank trank, würde er unglaubliche körperliche Kraft erhalten. Wenn er den zweiten Trank wählte, konnte er jedes beliebige Tier beschwören, das ihm helfen sollte. Und wenn er den letzten Trank trank, würde er sich in einen Vampir verwandeln. Welchen Trank sollte Peter wählen?
Nun, kein Tier konnte ihm helfen, aus dem Turm zu entkommen. Und selbst wenn er alle Kraft der Welt hätte, würde er das Feuer nicht besiegen können. Aber wenn er sich in einen Vampir verwandeln würde, dann könnte er sich in eine Fledermaus verwandeln und durch das kleine Fenster wegfliegen. Das ist also die dritte Flasche. Katie hat sich in der Wüste verlaufen. Sie wanderte stundenlang, als sie plötzlich auf eine riesige Oase stieß. Aber um zum Hauptwasserfall zu gelangen, wo sie etwas Wasser trinken konnte, musste sie eine Brücke überqueren. Es gab drei Brücken, die zu demselben Ort führten. Die erste Brücke war weit vom Boden entfernt und ihr Seil sah aus, als könne es jeden Moment reißen. Auf der zweiten Brücke krabbelten einige hungrig aussehende Alligatoren. Die letzte Brücke stand über einem See voller giftiger Wasserpflanzen. Für welche Brücke sollte sie sich entscheiden? Die letzte. Die Brücke steht über einem giftigen See, aber sie wird das Wasser nicht berühren, wenn sie überquert. Rupert arbeitete gerade in seinem Büro, als ein großer Stromausfall alle Lichter im Gebäude ausschaltete. Er hörte Schritte, die sich hinter ihm näherten, und das nächste, was er wusste, war, dass ihm schwindlig wurde. Rupert wurde ohnmächtig und wachte in einem winzigen Raum auf, der außer einer Metalltür nichts aufwies. Er versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Er bemerkte, dass sich neben der Tür ein kleines Gerät befand, auf dem ein rotes Zeichen erschien, das nach einem Passwort fragte. Unter dem Gerät befand sich ein Zettel mit dem folgenden Hinweis: 1234 5678. Rupert las den Zettel mehrere Male laut vor, bevor er schließlich das Passwort herausfand. Können Sie erraten, welches Passwort er in das Gerät eingegeben hat? Er tippte einsmal die Zahl 2 ein, dreimal die Zahl 4, fünfmal die Zahl 6 und siebenmal die Zahl 8. Puh, das war nicht offensichtlich, oder? Bill und Jonah saßen in der Höhle des großen Flaschengeistes fest. Dort gab es nichts außer einer Wand mit drei Knöpfen. Es gab einen roten, einen gelben und einen grünen Knopf. Irgendwo auf dem Boden fanden sie einen Zettel, auf dem stand TD Upt, RNOR, EHEP. Äste. Sie klickten auf einen der Knöpfe und schafften es, eine versteckte Tür an der Wand zu öffnen. Welchen Knopf haben Sie gewählt? Der rote Knopf. Sie entzifferten die Worte auf dem Zettel und entdeckten, dass es hieß: Drücken Sie den roten Knopf. Frau Taylor ist die Besitzerin einer Boutique, die teure Keramik herstellt und verkauft. An einem Freitag, als die Arbeitswoche fast zu Ende war, wollte sie das Geld des Tages im Tresor deponieren und musste zu ihrem Entsetzen feststellen, dass alles weg war. Jemand hatte es gestohlen. Frau Taylor vermutete, dass es einer ihrer Angestellten gewesen sein musste. Sie fragte jeden von ihnen, was sie an diesem Tag gemacht hatten. Sloane, eine Verkaufsleiterin, sagte, sie habe sich um neue Kunden bemüht. Jake, der Töpfer, sagte, er stelle immer eine Tasse pro Tag her, und er zeigte alle Tassen, die er in dieser Woche hergestellt hatte. Lily, die Designerin, sagte, sie habe gearbeitet, aber sie gab auch zu, dass sie an diesem Tag wegen einiger familiärer Probleme nicht wirklich produktiv gewesen sei. Wer hat gelogen? Jake! In einer normalen Woche gibt es 5 Arbeitstage. Der Mann sagte, er mache einen Becher pro Tag, aber er hat nur 4 Becher gezeigt. Das bedeutet, dass er einen Tag nicht gearbeitet hat. Wahrscheinlich der Tag, an dem er Miss Taylors Geld gestohlen hat.